Hey, ich bin die Paulina aus der Nähschule Greenbury. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Jeans enger nähen könnt, und zwar hier. In diesem Video werde ich euch verschiedene Techniken zeigen und ihr könnt selber auswählen, was ihr benutzen wollt. Genauso wie in den Nähkursen braucht ihr eine Nähmaschine dafür. Eine Playlist zu Nähmaschinen gibt es auf diesem Kanal. Die Hose sollte man am besten anziehen. Man kann die auch auf links anziehen. Ich habe die auf rechts angezogen, weil dann sehe ich besser, wie es ausschauen soll am Ende. Am besten ist der Hund nicht im Weg, sondern ich schaue, dass er schön Platz oder Sitz macht. Und dann zeige ich euch, wo man steckt. Und zwar hier entlang. Ich habe grob abgesteckt. Ihr könnt noch mehrere Stecknadeln, also besonders hier unten vielleicht welche reintun. Am besten steckt man die Seite, wo es nicht eine doppelte Naht gibt, also keine Zwillingsnaht, sondern die ohne Zwillingsnaht oder ohne einen Zierstich. So, das hat schon mal gut geklappt. Einmal Foto drauf und dann geht's weiter. Damit ich aus der Hose ohne Pieksen nicht rausholen kann, schaue ich jetzt, dass ich auf der Rückseite nur die eine Lage stecke und hier die Nadel auch nur durch eine Lage. Die Seitennaht habe ich hier schon mal aufgemacht. Für das Video wollte ich mal gucken, wie ich das ein bisschen zeigen kann, aber das habt ihr natürlich nicht. So, jetzt kann ich problemlos raus aus der Hose, ohne mich zu pieksen. Tipp Nummer 1 ist auf jeden Fall gut vorbereitet sein. Ihr braucht ein Maßband, einen Trenner, ein paar Fäden, eine gute Schere. Schere im Video habt ihr oben in der Ecke von mir. So, jetzt zeige ich, wie man die Nähte hier aufmacht, damit wir die Nähte neu machen können. Hier können wir auch sehen, da hat der Produzent auch eine Naht nicht so perfekt gelegt. Aber ich zeige dir, wie das Ganze dann aufgeht als erstes. Als erstes zeige ich nochmal ganz kurz von innen. Das ist die Naht, die man nicht aufmachen sollte. Man sollte die dran lassen. Hier ist die Naht, die wir dann gut aufmachen können, weil das ist einmal nur abgesteppt. Die Nähte können wir ganz einfach mit einem Fadentrenner trennen. Als erstes fangen wir an eine Seite hier an und dann kommt der rote Bobbel nach innen. Und weil es ein guter fester Stoff ist, können wir das einmal in einem Zug durchziehen. Das vollständige Video zu Nahttrenner kriegt ihr oben in der Ecke. Diese Technik ist natürlich nicht für Anfänger, da man die Seiten leicht reißen könnte. Hier ist alles gut gegangen. Ich zeige euch, wie man es mit dieser Technik machen kann. Also man schnappt sich von innen hier einmal eine Naht. Schauen wir, dass man den Overlock nicht mitreißt. Die Naht kriegt man dann locker, wenn man hier dazwischen geht, ein bisschen auseinanderzieht und dann wieder noch eine zweite Naht aufmacht. So, jetzt gucken wir uns die Strecke an. Ich hatte vorhin auch schon gemessen, wie viel ich brauche bis zur Fade. Und das waren so 20 cm. Man kann das Ganze bis zu Ende aufmachen. Jetzt messe ich noch, wie viel ich abgesteckt habe, wie viel weg kann. Man kann ein bisschen natürlich auf jeden Fall weniger machen, wenn man möchte. Das wäre halt maximal so eng, habe ich das gesteckt. Und jetzt werden wir das Ganze umdrehen, um zu schauen, dass wir das auf der linken Seite stecken, weil wir wollen auf der linken Seite nähen. Apropos nähen, wir brauchen das richtige Nähgarn. Am besten gucken wir uns das Garn, nicht die Garnrolle an. Also wir legen unsere Faden einfach auf der Hose und vergleichen das mit dem, was wir schon dabei haben. Am besten ist natürlich einen dicken Faden. Aber wenn ihr nur einen dünnen habt, könnt ihr einfach einen dreifachen Gradstich machen, um das gleiche, fast das gleiche Ergebnis zu bekommen. Diese Jeans wurden mit einem Kettenstich genäht. Das heißt, die Nähmaschine hat keinen Unterfaden, sondern näht mit den gleichen Faden oben und unten. So sieht es dann am Ende aus. Am schönsten ist es, wenn man den Faden komplett wegmacht. Aber wenn ihr nur ganz schnell die Reparatur macht, dann vielleicht nur an der Stelle, wo ihr nähen wollt. Aber auch diese ganze Fusel, die müssen alle schon schön raus, weil sonst werden die wieder reingenäht und die kriegt man dann nicht mehr wieder ab. Also mach bitte eine ordentliche Arbeit, dann freut ihr euch später mehr. So, dazwischen können wir auch einmal das Ganze ein bisschen auseinanderziehen und dann sieht man die Nähte besser, dann kann man das besser aufmachen. Mach ordentlich auf
Und ich messe nach, wie viel ich da brauche. Wenn ich 2 cm wegmachen will, dann muss ich auf jeden Fall 5 oder 6 cm aufmachen, damit ich das nähen kann. Jetzt kommt der zweite Tipp und das ist wirklich, dass man sich Zeit nimmt für das Ganze, weil husch-husch geht gar nichts. Dann hat man eher ein Loch drinnen oder ist frustriert wegen irgendwas anderes. Also genieße auch das Ganze, nehmt euch Zeit und dann habt ihr das Ganze auch zügig erledigt, wenn es perfekt ist von Anfang an. Diese Sau muss am Ende des Tages flach liegen unter der Nähmaschine, deswegen mache ich so viel auf. Also das ist das Wichtigste. Die Seitennaht kann man sich auch eigentlich sparen, braucht man nicht aufzumachen. Ja, man könnte auch direkt da nähen, das ist auch okay, den Rest wegschneiden, aber ich zeige euch natürlich mehrere Techniken. So, jetzt haben wir hier schon Stecknadeln drin. Und ich schaue mal, dass beide Seiten gleich abgesteckt werden. Dann kann ich die Hose die Hosenbeine aufeinander legen, um zu schauen, dass ich das auf der anderen Seite gleich abstecke. Man kann natürlich auch mit einem Stift arbeiten und Lineal. Und ich gucke immer, dass die Nadeln natürlich richtig rumgesetzt sind. Aber so rum ist immer doof, wenn ihr dann näht. Dann muss man die Hand so doof halten, um die rauszubekommen. Für mich reichen die 2 Stecknadeln. Wenn ihr mehr braucht, mach's gerne. Und ich zeige euch nochmal die Maßen, die ich ja genommen habe. Das waren die 2 cm. Man kann auch mehr machen, wenn man möchte, je nachdem, wie viel man braucht. Müsst ihr ja bei euch abmessen. Dieses Mal stecke ich durch beide Lagen, so dass es schön alles flach liegt. Für alle, die gerne eine Hilfslinie brauchen, könnte man das mit diesem Marker machen. Den kann man später wegbügeln bei Bedarf. Oder man könnte auch eine Seife benutzen zum Strich machen. Und ein Lineal wäre auch schon wichtig. Genau. Welche Methode findest du am besten? Schreib gerne in den Kommentaren. Wenn wir eine Jeans nähen, brauchen wir auch noch eine Jeansnadel. Das ist eine Jeansnadel mit Stärke 100. Hier müssen wir einmal die alte Nadel aufmachen und die flache Seite von der Nadel, die kommt nach hinten. Denkt dran bitte. Bitte bis zum Anschlag auch die Nadel rein tun, so weit es nur geht und erst dann ordentlich zudrehen. Man kann das Ganze auch noch fester machen. Hier könnte man den Schraubenzieher rein tun. Nach dem Einfädeln bitte auch die Nähte ausprobieren. Das ist der nächste Tipp. Falls ihr Probleme mit dem Nähten habt, dann gibt es ein Video oben in der Ecke. Als nächstes schaut ihr, dass ihr einen guten Nähplatz habt und viel Platz. Wenn ihr näht, guckt mal, dass ihr nicht von oben das Projekt sieht, dann seht ihr nur einen kleinen Ausschnitt und auch nicht so weit weg natürlich, aber so, dass ihr auf jeden Fall das Ganze wie beim Billardspielen einmal gut sehen könnt. Wenn man das gesteckte Hosenbein einmal zur Nähmaschine bringt, sollte man gucken, dass es auf jeden Fall bündig hier oben ist alles. Dann senkt man den Nähfuß ab und tun auch die Nadel rein, bevor wir dann überhaupt was anfangen zu nähen. Also, wir haben einen Geradstich, wir fahren vorwärts, rückwärts und fahren einfach Richtung Nadel. Für alle, die Markierungen schon euch gemacht habt, die seht ihr auch ganz gut hier. Die Nadel kommt so langsam raus. Und wir nähen einmal die Strecke ab. Am Ende ist es wichtig, dass man in die bestehende Naht landet, dass es so perfekt wie möglich ist und nicht abrupt, sondern wirklich, dass es in die Naht langsam reingeht. Und am Ende natürlich vorwärts und rückwärts. So sieht das dann ganz aus. Ich habe das natürlich in Kontrastfarbe gemacht, damit ihr das gut sehen könnt. Den überstehenden Rand können wir jetzt einmal wegschneiden mit einer Schere. Schauen wir, dass ihr nur 1 cm Nahtzugabe übrig habt. Da seht ihr jetzt auch, man muss ja nicht unbedingt die Nähte komplett trennen, weil die werden ja auch weggeschnitten. Das wichtige Stück ist hier, das kann man dann gleich trennen. Aber auch ohne diese Trennung kann man da auch leben, indem dass man einfach den Zickzack am Rand auf beide Nahtzugaben zusammenlegt. Aber bei der Hose seht ihr, ist es ja auseinander und ich zeige euch, dass man das so auch
so lässt. Also habe ich hier jetzt aufgemacht und ich kann jetzt hier den Zickzack am Rand noch machen, also ein Versäuberungsstich, damit die Kante nicht aufranzt. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch einmal nicht separat machen, sondern direkt zusammen. Hier seht ihr, mache ich das einmal separat für euch. Es ist nicht viel Unterschied, ob man das jetzt zusammen oder ob man das getrennt macht. Es gibt keine Beulen danach, wenn man es zusammen macht. Und hier seht ihr natürlich, habe ich doppelte Arbeit, weil ich das zweimal machen muss. Also unten am Saum muss man nicht so weit nähen, weil dann hat man sonst zu viel Faden da drinnen und das wird ja eh später abgedeckt. So, dann machen wir noch die zweite Reihe. Ab und zu seht ihr, dass ich ein bisschen abflutsche vom Rand. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, das ist ja nur innen in der Hose. Das sieht keiner. Ganz am Ende natürlich vorwärts, rückwärts. Beim zweiten Hosenbein werde ich die Strecke mir ein bisschen schneller machen, indem dass ich einfach das Ganze zusammennähe. Also fange ich hier oben an und nähe die ganze Reihe runter. Das ist viel einfacher. Die Naht hält auch besser in den zwei Lagen zusammen. Das letzte Stück lasse ich frei, weil es wird ja eh drin sein in der Hose. Das sieht wirklich gar keiner am Ende des Tages. Wir schnibbeln ab. Jetzt können wir einmal den Saum nähen. Wir drehen das Ganze an richtig rum. Und hier drin können wir auch später abschneiden. Das zeige ich gleich. Aber jetzt zeige ich auch, wie man hier das Ganze stecken kann. Wir haben ja hier schon eine Naht gehabt. Dann sieht man auch die Punkte davon. Und wir versuchen mal, dass die Nadel natürlich auf beide Seiten perfekt liegt. Wir werden von dieser Seite nähen. Das heißt, wir wollen gucken, auf der anderen Seite, dass alles richtig ist. Und dass die Nadel perfekt sitzt. Wir fangen in der Naht an zu nähen. Das heißt, das Ganze muss genau perfekt unter der Nadel liegen. Wir schauen mal, dass wir einen Geradstich haben. Wir senken den Fuß ab. Und dann können wir schon mal die Nadel reintun. Für alle, die perfekt alles haben wollen, würde ich den Saum komplett nochmal neu nähen, damit man keinen Restfaden von dem anderen Faden hat. Jetzt hier, damit es nicht so dick wird, müssen wir reinschnibbeln. Ich suche mal kurz die Schere und wir schnibbeln genau hier rein, so dass wir die Nahtzugabe einmal in diese Richtung legen können und den anderen da. Dann ist es nicht so dick. Dann wird es auch einfacher, einmal zu nähen. Wir nähen vorwärts, rückwärts natürlich am Anfang. Schauen, dass keine Fäden im Weg sind und nähen einfach so weiter. Wir haben das ja gut abgesteckt und wissen, dass wir auf der anderen Seite genau richtig landen. Man kann das Ganze auch andersrum nähen, dass man die obere Seite oben hat. Kann sein, dass bei den manchen Nähmaschinen die Nähte dann auch schöner sind. Also überprüft das vorher. So, und so geht's weiter. Nehmt immer den Stoff zu euch, um zu gucken, dass er ganz glatt wird. Dabei sollte die Nadel aber drin sein, damit die Position erhalten wird. Beim zweiten Hosenbein sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir die Nähte auseinander gehabt. Da muss man nichts reinschnibbeln, obwohl der Faden hier, der kann schon mal weg. So, und dann klappen wir das rein und können hier einmal die Runde nähen. Jetzt zeige ich, wie man dann von dieser Seite näht, falls ihr das auch machen muss. Und eigentlich ist es das Gleiche. Wir stecken so ab, dass wir auf jeden Fall die untere Seite mitnehmen. Das sieht einfach schöner aus. Und natürlich hält es auch besser. Kontrolliere auch immer die Rückseite, damit die Nadel richtig liegt. Und hier seht ihr, ist es nicht perfekt aufeinander. Dann muss man das noch justieren, damit du wirklich da warst, also da bist, wo die Naht war. So sieht es gut aus. Genau. Hier sieht man bei der Hose, haben die ein Stückchen auch ausgelassen. Also die Naht hält da nicht richtig. Das heißt, ich schau mal erstmal deine Nadel und unten drunter, da muss ich schauen, dass ich dieses Mal nicht nur die Naht erstmal entferne, sondern die Nadel richtig setze. Wir können die Naht so lassen, wie es ist und später wegmachen, das geht auch. Aber die Nadel muss da sitzen, wo ich eigentlich die Naht haben möchte. Das wäre hier.
So, lass mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Wir nehmen den Fadenhebel nach oben, indem das Zahnrad zu uns nehmen. Und hier sehen wir, die Unterseite ist perfekt geworden. Auch wenn wir von oben genäht haben. Na, das ist doch super. Gib mir gerne einen Daumen hoch, wenn das Video bis jetzt gut gefallen hat. Die restliche Film kann man einfach dann wegmachen. So sieht es von außen aus. Perfekt. Und von innen sieht man auch, die Dehnung funktioniert immer noch in der Hose, auch mit diesem Geradstich.